Hallo und willkommen aus dem Borussia-Park hier in Mönchengladbach. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Bayern München kann im bisherigen Saisonverlauf die beste Offensive vorweisen. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Das macht sie selbstbewusst. Die haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Uschi, die Gladbacher haben sich in den letzten Jahren ja wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert, ne? Das stimmt. Die Verantwortlichen bei den Fohlen arbeiten gut und haben hier über Jahre eine tolle Mannschaft geformt. Kein Wunder, dass die Borussia Dauergast im europäischen Wettbewerb ist. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Florian Neuhaus steht mit Christoph Kramer im Zentrum. Und im Sturm bauen sie auf einen Spieler. Und das ist Alassane Player. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Unnötiger Ballverlust. Davis. Steilpass von Davis. Jetzt Robert Lewandowski. Ganz wichtig, da muss er hin. Ein Pass mit viel Auge. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Sie können nicht, da ist die Chance. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber... ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war dann schon eher eine Einladung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Tut sich das schwer bei der Ballannahme, aber auch kein leichter Balleinwurf. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Gladbach über den Flügel jetzt. Sie könnten jetzt flanken. Sichere Beute für den Keeper. Lewandowski. Das ist Lewandowski. Der Ball kommt hoch rein. Guter Steilpass jetzt, Gnabry. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Und das war wichtig, dass die Fahne hochgeht. Sonst hätte er hier das Tor machen können. Florian Neuhaus. Super dazwischen gegangen. Süle. Goretzka. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Wird das eine Torchance?
Sommer passt auf, klasse pariert. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Lewandowski jetzt. Serge Gnabry. Jetzt Thomas Müller. Gute Aktion vom Torhüter. Die Ecke kommt. Da ist er da und hat die Flanke. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Gnabry. Müller am Ball. Thomas Müller. Jetzt die Flanke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Sie haben den Ball. Der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Die Bayern haben aktuell mehr vom Spiel. Wir sehen das momentan auch an der überlegenen Ballbesitzquote. Und daraus ergeben sich auch immer wieder Chancen. Also wenn sie so weitermachen, dann packen sie den Ausgleich. Oh ja, er muss raus. Da geht nichts mehr. Ja, Wolf, Verletzung offensichtlich zu schwer. Ein neuer Mann kommt. Da haben sie keine andere Wahl, die Bayern müssen wechseln. Den spielt er wieder zurück. Flanke kommt in die Mitte. Da ist das Tor! Lewandowski! Wohl einer der komplettesten Stürmer derzeit, Robert Lewandowski. Zeigt hier auch, warum. Nochmal das Tor, da kommt die Flanke und dann ist dieser Kopfball von Robert Lewandowski einfach zu wuchtig, als dass der Keeper noch irgendwas machen könnte. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Hannes Wolf. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, der Keeper hat ihn. Er schirmt den Ball ab. Guter Pass jetzt. Lewandowski. Könnte die Führung werden. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Schauen wir noch mal drauf. So ging das mit dem Ausgleich. Klasse Timing, den Kopfball hat er richtig gut erwischt. Ecke in die Mitte. Jan Sommer ist da. Das war natürlich eine super Parade. Gerade aus dieser Distanz. Die Ecke kommt rein.
Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ball kommt rein. Erstmal geklärt. Mit dem Remis zur Pause können die Gäste eigentlich nicht zufrieden sein. Also ich hätte mir hier mehr erhofft. Nullnummer zur Pause für mich unerwartet. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, die Gladbacher mit dem Anstoß. Nico Elvedi. Gladbach über den Flügel jetzt. Ball geht an den langen Pfosten. Problemlos hat er hier den Ball. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Müller am Ball. Robert Lewandowski. Klasse Pass jetzt. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Gladbach über den Flügel jetzt. Und klasse durchgesetzt. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Jetzt die Ecke. Und da ist er zur Stelle bei dieser Ecke. Goretzka. Da ist Müller. Jetzt Robert Lewandowski. Jetzt ist der Platz da. Ist das stark? Super Parade. Die aber eigentlich gar nicht nötig war. Wir sehen es ja abseits. Mann ist oben. Korrekte Entscheidung. Da lege ich mich einfach mal fest. Es gibt einen Wechsel. Player. Gab hier erst Vorteil, aber daraus wurde nichts, also doch Freistoß. Sehr gut, der Unparteiische spricht zunächst mit ihm, so muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Die kurze Variante jetzt. Schöner Pass, jetzt vielleicht. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Wir sehen den Wechsel. Immer noch gefährlich. Wie er den noch hält, wie er dann den Rückstand verhindert, das war ganz großes Kino. Und jetzt Lewandowski. Vorne der Ballgewinn. Patrick Herrmann. Stindl. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Die Ecke kommt rein. Vorne jetzt die Balleroberung. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Sané.
Sané! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und Müller. Gute Chance für eine Flanke. Sie bekommen den Einwurf. Florian Neuhaus. Gladbach über den Flügel jetzt. Stindl. Glanzparade gehalten. Sie nehmen den Wechsel vor. Sie führen die Ecke kurz aus. Tja, wo ist die Lücke? Thomas Müller jetzt. Ginter ist dazwischen. Das gibt hier Abstoß. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Und wieder ein Foul. Sieht er jetzt die zweite gelbe Karte? Und zweimal gelb bedeutet in der Summe gelb-rot. Dumm, dass er hier so in den Zweikampf geht. Und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das war eine gelbe Karte, ganz klar. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Lukas. Vielleicht der letzte Angriff. Die Bayern wollen auch mehr als das Unentschieden. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Lewandowski. Da ist Süle. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Jetzt Thomas Müller. Müller, klasse. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann ist Robert Lewandowski da. Zeigt einmal mehr, wie gut er aus der Halbdistanz ist. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und jetzt Müller. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Das gibt einen Einwurf. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Marcel Sabitzer. Das ist abseits. Fahne oben. Ah, und ich glaube, da waren sie im 16er einfach zu statisch. Da müssen sie sich mehr bewegen. Sonst kann die Abwehr sie zu einfach ausrechnen, so wie hier. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Schuss kommt nicht durch. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute hellwach. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Da kommt der Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel hier beendet. Bayern München holt sich den Sieg. Ein schöner Sieg, alles in allem. Ein knapper Sieg, aber das kann ihnen völlig egal sein. Sie machen zwei Tore, zeigen einmal mehr, warum sie den besten Sturm überhaupt haben, zeigen, wo ihre Stärken liegen. Und wenn sie die ausspielen, dann ist gegen sie kaum etwas zu machen.